Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu War Tales und den räudigen Füchsen. Ich hatte es ja angekündigt, heute steht so ein bisschen eine Mikro-Management-Runde an. Wir werden die Truppe ein bisschen optimieren, neue Rüstung, neue Waffen, neue Rüstungsverbesserungen, alles was so geht. Und wir werden mit Sicherheit wieder an unsere Grenzen stoßen, was die Ressourcen angeht. Ich habe mir ja hier einen ganzen Zettel gemacht, was zu tun ist, denn es ist einiges. Also wir können einiges verbessern. Da sind wir noch lange nicht irgendwie ausgemaxt oder so. Also wir gucken als allererstes mal, ich habe hier mal die Rüstungen und die Waffen angeschaut, die wir eingesammelt haben beim letzten Mal. Fangen wir mal zuerst mit den Sachen an, die wir verkaufen. Wir sind hier, gehen zum Schmied. Und dann haben wir die Sachen hier unten, die gebe ich alle ab. Die haben keinen Mehrwert für uns. Wir haben hier eine Brustplatte, wir haben hier was, eine mittlere Rüstung und eine leichte Rüstung. Und wir haben hier einen Streitkolben, den wir abgeben. So, dann gehen wir noch kurz auf den Markt, verkaufen den anderen Rest, den ich hier jetzt noch als zum Verkaufen markiert habe. Und zwar den Lappen, den wir doppelt hatten, und die Brille. Okay. Dann lesen wir diese Rezepte, beziehungsweise lernen diese Rezepte. Öl der Erschöpfung, Bauplan Ohrennetz, vergiftetes Halsband und brennendes Halsband. Dann haben wir die Claymore des Verbrechers. Das ist eine Zweihandwaffe, ein Zweihandschwert, das wir momentan, also hat keiner, ne? Wir haben keinen Schwertkämpfer, den wir so einsetzen. Wir haben Sandrina und Irbis, die beide mit Schwert und Schild kämpfen, beide als Tank quasi. Und das möchte ich auch nicht ändern. Die zwei brauchen wir definitiv. Das sind die einzigen beiden, die ein bisschen robust dagegen halten können. Jasmin ist eine dritte Schwertkämpferin. Allerdings, ja, zwar auch mit Schild, aber Jasmin ist jetzt nicht wirklich so als Tank gedacht. Ich bin am Überlegen, ob der nächste Charakter, den wir dazu nehmen, ob das noch ein Schwertkämpfer wird, auch wenn es, ja, wenn es dann halt Nummer 4 ist, und ob wir den dann wiederum mit so einem Zweihandschwert, das Flächenschaden verursachen kann, einsetzen. Das wäre eine Option. Deswegen werde ich diese Waffe nicht verkaufen, sondern wir werden sie hier in unsere Truhe legen. Da liegt im Übrigen noch ein Zweihandschwert, also falls wir dann hier tatsächlich noch einen Schwertkämpfer bekommen, haben wir hier die Qual der Wahl sozusagen. So, dann gehen wir weiter durch. Wir haben hier diese Sachen, die werden wir alle einsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir hier notiert habe. Wir haben nämlich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, läuft hier die Zeit, wenn ich hier drin bin? Ich pausiere lieber mal. Sicher ist sicher. So, Tom Fuchs. Wir haben hier einen Helm, den ich ihm geben möchte. Und zwar den hier. Er trägt momentan nämlich nur einen mittleren Helm. Allerdings hat dieser mittlere Helm die Fähigkeit Fokus des Banditen. Da können wir mit einem Tapferkeitspunkt die Präzision verbessern und 20% mehr Crit-Treffer haben. Und das macht bei Dagans Hammer, macht das tatsächlich Sinn. Der Helm ist allerdings besser. Er hat mehr Abwehr, er hat mehr Rüstung, aber er hat eine giftige Beschichtung, die ich eigentlich nicht möchte. Aber das lässt sich tauschen. Außerdem, ich habe das noch nicht ausprobiert, außerdem glaube ich ja, es hieß ja irgendwie, man bekommt einen Bonus, wenn man die passenden Rüstungssets hat. Und da das eine schwere Rüstung von Gesetzlosen ist und das ein schwerer Helm von Gesetzlosen, müsste das dann so eine passende Kombi sein. Das ist zwar auch gesetzlos, aber das ist ein mittlerer Helm. Von daher gibt es hier, glaube ich, keine Kombinationsboni. Also, das heißt, wir müssen diesen Helm zerlegen und müssen diese Marke rausnehmen. Und das schaffen wir, indem wir hier an die Werkbank gehen, ne?
Das müsste unser geht das nicht, weil er noch kein Meister ist? Er ist Geselle, aber schaut mal. Ha, 4 Pünktchen fehlen ihm. 4 Pünktchen. Das müsste es ja sein, ne? Zerlegen. Ich guck mal ganz kurz, wenn wir jetzt den... Wenn wir diesen Helm zerlegen, gibt das, glaube ich... Ne, wir kriegen das so nicht runter. Also der muss hier erst Meister werden. Steht jetzt auch, glaube ich, hier dabei, ne? Kann Lager, Baupläne erlernen. Veteranenlagerausrüstung herstellen. Okay, na genau. Wir müssen eine Sache herstellen, damit er die Erfahrung bekommt und dann wird er Meister. Und da stellen wir natürlich gleich mal irgendwas her, was wir noch nicht hergestellt haben. Und dann kriegen wir auch diesen Wissensbonus. Machen wir damit hier. Ne? Brennendes Halsband. Einmal. Zack. Und damit ist er Meister. Stellen 2 zusätzliche Rüstungspunkte wieder her. Kann Siegner durch Zerlegen von Helmen entfernen. Jawohl. Jetzt hat er das. Außerdem bekommt er natürlich als Meister hier unten auch Crit-Treffer plus 12. Sind wir bei 63. So, jetzt wollen wir genau diesen Helm zerlegen. Den müssen wir jetzt ins Inventar nehmen. So. Zerlegen. Müsste der hier sein? Macht er... Geht es so? Ja, hier steht's, was wir bekommen. Rohmaterial, Stoff, Leder und dieses Signum. Und das möchte ich haben, dieses Signum. Zack. Da haben wir's. Und jetzt... Wie setzt man's drauf? Ich glaube, einfach nur anklicken, oder? Tom Fuchs, wir ziehen ihm jetzt diesen Helm auf. So, und haben wir jetzt irgendeinen Bonus? Haben wir jetzt hier einen Bonus? Für mich zumindest nicht irgendwie nicht besonders ersichtlich. Aber ich möchte dieses Signum drauf machen. Das ist das hier. Okay, haben wir. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Stärke, ein bisschen Rüstung bekommen, ein bisschen Abwehr mehr bekommen und wir haben den gleichen Fokus drauf. Aber... Zumindest für mich nicht ersichtlich, dass wir hier einen Bonus aus der Kombination bekommen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da auskennt, wie das funktioniert. Vielleicht habe ich einen Denkfehler drin, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht bekommen wir den Bonus auch und ich sehe ihn nur nicht. Also schreibt es mir gerne mal. So, das war das eine. Ich hack das mal ab direkt. Dann machen wir weiter. Wir haben die... Also das habe ich hier noch parat gelegt. 2 Sachen, die wir erst beim nächsten Stufenaufstieg vergeben können. Und zwar die Haube des Rädelsführers. Sieht ganz gut aus. Die bekommt Schwarz-Weiß. Der hat ein richtig grottiges, altes Stirnband hier. Stufe 6. Könnte er schon ab Stufe 5 tragen. Er hat Stufe 9. Und die Fertigkeit bringt irgendwie auch nichts. Ne? Verlangsamung hat keine Wirkung auf ihn. Also das möchten wir tauschen. Er bekommt letztendlich die Haube des Rädelsführers. Aber können wir ihm erst geben, wenn er Stufe 10 hat. Deswegen behalten wir das mal in der Hinterhand hier. Gurke. Gurke habe ich notiert. Und zwar, wir haben den Schichtpanzer. Der ist, oder diese Geister-Schiftung hat er momentan an mit 3 Rüstungsverstärkungen. Durch die 3 Rüstungsverstärkungen ist das Ding nicht schlecht. Aber ich habe hier einen Schichtpanzer des Gesetzlosen. Der ist auch nicht schlecht. Ihr seht, der ist in manchen Sachen jetzt schon besser. Und wir können 2 dieser 3 zumindest wieder anbringen. Und dann ist das eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Tausch. Er bekommt Tragfähigkeit plus 11. Er bekommt 2 Abwehrpunkte mehr. Er bekommt 48 Rüstung mehr. Und das ist richtig gut. 48 Rüstung mehr. Halt mal, wieso... 59? Wie kommt er auf 59? 42? Achso, ja. 48 Rüstung kommt on top.
Wir verlieren, wir verlieren eine Bewegung, wir verlieren 9 Crit-Treffer und wir verlieren 4 Stärke. Die Stärke kriegen wir hier wieder ausgeglichen, also die bleibt gleich, wenn wir die beiden wieder einsetzen, und die Crit-Treffer kriegen wir plus 6 wieder rein, anstatt plus 9. Wir verlieren 3% Crit-Treffer-Chance, aber wir machen was anderes. Also wir bauen diese Dinger jetzt erstmal aus. So. Wenn wir es jetzt vergleichen, machen wir erstmal ja nur Gewinn. So, dann packen wir die beiden wieder drauf. Und zwar die hier. Crit-Treffer und Stärke. Zweimal. Was er jetzt hat, er hat jetzt eine Beweglichkeit verloren. Einen Bewegungspunkt hat er verloren. Das gefällt mir nicht bei Gurke, weil den brauchen wir schnell. Ich habe aber gesehen, er trägt dieses Medaillon mit Willenskraft. Er hat schon 16 und 15 ist die kritische Schwelle. Das heißt, das braucht er gar nicht. Das nehmen wir ihm ab. Und dafür kriegt er Ersatzschnallen. Und Ersatzschnallen bringen ihm sogar 2 Bewegungspunkte obendrauf. Haben wir gerade nur keine, müssen wir herstellen. So, machen wir aber auch direkt. Also, Catweasel macht das, beziehungsweise jetzt können wir mal gucken, kann Pepper das auch herstellen? Ersatzschnallen. Nein, kann sie noch nicht herstellen, kann erst der Veteran. Wie weit ist Pepper? 20 Punkte. Ja, das ist ja aber kein Problem, ne? Da stellen wir jetzt mal mit Pepper irgendwas her, damit sie die Erfahrung sammelt. Machen wir 10 Dietriche. Ah, jetzt kommt aber zuerst der Lehrling. dann kann sie es immer noch nicht, ne? Die Ersatzschnallen. Wie viel? Vielleicht können wir das aber auch zum Leveln ein bisschen nutzen. Ja, guck mal. Das geht ja auch schnell. Da hauen wir ihr direkt die nächste Stufe noch rein. Lehrling, sie soll... Was brauchen wir denn noch? Angelhaken kann man auch immer gebrauchen, wobei da würde ich gerne die besseren dann irgendwann herstellen. Seile können wir herstellen. Machen wir mal 5 Seile. Wie viel fehlt noch, Pepper? 12 Punkte. Die holst du dir jetzt direkt. Und zwar... Noch eine Fackel vielleicht? Fackeln sind auch nie verkehrt. 3 Fackeln. So. Jetzt ist Pepper Veteran. Bringt ihr natürlich auch dann den entsprechenden Bonus hier, ne? Das heißt, sie... Komm, geh weg. Sie bekommt auch die Crit-Treffer-Chance hat sich jetzt... Ihre Crit-Treffer-Chance hat sich verbessert. Und jetzt kann sie... Jetzt kann sie die Ersatzschnallen herstellen. Ja, ist doch super. Pepper stellt die Ersatzschnallen für Gurke her. So muss das sein. Das nehmen wir. Wo sind sie? Hier sind sie. So, und damit hat er jetzt auch seine Bewegung unterm Strich sogar noch verbessert. Ne? Im Vergleich zu vorher. Was? Ach. Nein. Denkfehler. Ich dachte, die Ersatzschnallen machen einen immer schneller. Machen sie nicht. Sie heben nur den Abzug der Rüstung auf. Und da hat er keine. Oh, Denkfehler gehabt. Das ist nur für schwere Rüstungen sinnvoll. Okay. Dann ist das natürlich nichts. Na gut. Reichweite. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was Schnelligkeit gibt. Ob es wirklich eine Schnalle gibt, die dann auch wirklich... Ansonsten kriegt er irgendein Öl oder irgendwas dran. Dann ist er jetzt halt langsamer. Dann müssen wir vielleicht beim nächsten Stufenaufstieg draufgehen. Er hat jetzt nur 13 Meter. Er hatte 14. Aber gut. Okay. Die Schiene können wir ihm auch abnehmen. Denn er hat keine Verwundung. So, ich mache einen Haken.
bei Gurke. Thema Ersatzschnallen war natürlich ein kleiner Reinfall. So, Jade. Ja, für Jade haben wir, und auch das ist schon mal notiert, das Barett des Bogenschützen. Sie braucht dazu aber Stufe 9, aber ihr seht, das dürfte noch ein, maximal zwei Kämpfe sein. Dann bekommt Jade Stufe 10. Das heißt, das Ding für Schwarz-Weiß, das Ding für Jade. Und, genau, ich war mit Gurke noch nicht fertig, denn der Helm, den er hat, den tauschen wir ebenfalls. Und zwar nehmen wir den Spangenhelm des Leutnants. Abwehr bleibt gleich, Rüstung bleibt gleich, wir verlieren Crit-Treffer, 4%. Aber wir bekommen. Oder hatte ich das anders vorgesehen? Ja, die Dings gefällt mir hier nicht. Die Fertigkeit gefällt mir nicht. Also, wir können die anregende Beschichtung, die will ich. Genau, so rum war es. Die anregende Beschichtung will ich hier draufsetzen. Denn die ist richtig cool. Erhöht den Schaden um 20%, wenn diese Einheit keinen Debuff hat. Und Gurke ist ja eigentlich immer einer, der zu Beginn des Kampfes reingeht und dann im Idealfall hier seinen Flächenschaden austeilt. Und er hat ja hier schon den hier. Der erste Angriff des Kampfes verursacht 150% zusätzlichen Schaden plus nochmal 20% on top, weil zu Beginn des Kampfes wird er keinen Debuff haben im Normalfall. Also auch hier wieder den Tüftler. Jetzt brauchen wir den Meister. Und wir zerlegen den Spangenhelm des Leutnants. Okay. Und hauen diese Marke hier drauf. Sehr gut. Okay. Das erledigt. Kommen wir zu Catweasel. Und Catweasel bekommt eine legendäre Waffe, nämlich Gruppes Sachs. Ich habe es mir mal angeschaut. Wir haben hier natürlich zwei Öle drauf. Das schärfende Öl und das giftige Öl. Gift ist bei ihm eh wichtig. Er trägt ja auch die Giftfiole hier. Und schärfendes Öl, Crit-Treffer, das ist eigentlich ja ein No-Brainer. Gruppes Sachs macht aber auch, also macht ebenfalls schon von Standard her Giftschaden. Das heißt, das können wir nochmal toppen mit dem Gift obendrauf. Und es sorgt für Verlangsamung und langsame Reflexe beim Gegner. Außerdem macht es generell mehr Schaden. 43 bis 54 und das Ding hier macht 34 bis 44. Also, wir kriegen die Öle ja leider nicht runter. Die sind verloren. Ne? Das ist klar. Also, die kommen weg. Das kommt rein. Außerdem ist es tatsächlich sogar noch aufwertbar. Ne? Momentan Stufe 7. Das könnte man zweimal aufwerten noch. Also noch stärker machen, was den Geschicklichkeitsbonus angeht und damit dann auch den Schadensoutput. Dürfte halt schweineteuer sein. So, das heißt, das Ding ist letztendlich zum Verkaufen und wir gucken mal, ob wir diese beiden Öle herstellen können, von denen ich gerade gesprochen habe. Apotheke. Hier ist es egal, hier sind beide schon Meister. Fuchs, ja, wir brauchen das. Na toll. Schärfendes Öl. Ah, das alasarische Pulver ist unsere Engstelle. Und das andere war das giftige Öl. Da fehlt uns die Sumpfsilge tatsächlich. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Sumpfsilge wächst, das muss ich mir mal notieren, dass uns die fehlt. Ich meine, diese Rückstände bekommen wir, wenn wir was anderes herstellen. Ne? Das alasarische Pulver, diese zwei, da müssten wir irgendwie rankommen. Salz kriegen wir auf dem Marktplatz, das ist auch kein Problem. Das ist auch kein Problem. Öl der Schnelligkeit ist eine Geschichte für alle, die mit Geschicklichkeit arbeiten. Aber ich glaube, die haben die alle schon drauf. Ne? Michel. Jade. Ja. Pepper. Ja, leider schon drauf, sonst hätten wir das herstellen können. Bei Pepper haben wir aber auch noch ein Öl frei. Tja. Da geht's nämlich jetzt schon los, ne? Da geht's jetzt schon los.
abschirmendes Öl. Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, verringern sie mit 50% Wahrscheinlichkeit den eigenen erlittenen Schaden. Das wäre natürlich hier was für die, aber die haben ihre Sachen auch schon drauf. Ihr Biss. Ja. Hier muss was drauf. Ich meine, da könnte man das abschirmende Öl einmal machen. Das würde bei Jasmin eventuell Sinn machen. Fauliges Öl. Ja, dann ist aber eine Sumpfsilge weg. Öl der Erschöpfung. Nee. Tja. Was stellen wir jetzt hier? Hier fehlt uns Beinwell. Hier fehlt uns Infiziert. Sag mal, haben wir das auch nicht in der Lagertruhe? Das muss ich mal gucken. Nicht, dass ich hier am Ende Sachen nicht herstellen kann und wir hätten es in der Lagertruhe. Die liegt wo? Hier hinten. Hier hinten hat sie sich versteckt. Nee, tatsächlich nur noch eine Sumpfsilge. Puh. Das ist nicht gut. Und irgendwo anders liegen haben wir auch nichts, oder? Is there somewhere you would like to go? Nee, ich will nicht reisen, ich will... Without a tree root, the only things I can sell are local products. Ah, Bergweide verkauft. Jetzt habe ich gerade eben schon gedacht, es wäre Sumpfsilge. Aber es ist... Okay, wir haben hier, das ist der Handelspost in Trombach. Wir haben in Artis nichts liegen, wir haben hier was liegen, Lucilla. Hier liegt was. Gott. Jede Menge Waffen. Die ich auch irgendwann mal vorgesehen habe für Stufenaufstiege. Aber, nee, nicht das, was wir benötigen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Okay, dann machen wir vielleicht mal mit einer anderen Geschichte weiter, nämlich dem Thema Fertigkeitsverbesserung. Das haben wir auch noch. Diese 6 Bücher hier, die kriegen wir unter. Ich habe mehrere Sachen oder natürlich logischerweise mehrere Sachen zur Auswahl. Tom Fuchs könnte den schwächenden Schlag verbessern. Das heißt, die Verbesserung wäre, dass eine geschwächte Einheit, wenn sie nochmal getroffen wird, Verwundbarkeit bekommt. Die Frage ist, wie oft schlägt er wirklich, oder da müsste er wirklich 3-mal hier rankommen, ist schwierig. Michel, Jagdfieber, das gefällt mir, denn das erhöht kontinuierlich seinen Schaden. Und zwar muss er nicht mehr 8 Meter wegstehen, es reicht, wenn er 6 Meter wegsteht und er bekommt 3 anstatt 2 Rage. Das heißt, mit jedem Schuss, der über 6 Meter ausgeführt wird, macht er beim nächsten Schuss 15% mehr Schaden anstatt 10. Das ist also, das machen wir auf jeden Fall mal. Das Jagdfieber. Damit ist das erste Buch weg. Ich streich's. Und wir machen weiter. Schwarz-Weiß wäre ein Kandidat, die Raserei. Wenn wir die verbessern, passiert erstmal nichts. Also nicht mehr Schaden, nicht mehr Angriffe, aber wenn er mit der Raserei einen tötet, wird die Fähigkeit zurückgesetzt und er kann sie nochmal einsetzen. Ist natürlich extrem kostenintensiv, weil die Raserei jedes Mal 2 Tapferkeitspunkte kostet, aber bei Schwarz-Weiß halt auch extrem tödlich, wenn er dann zuschlagen kann damit. Ist eine Überlegung wert. Ich zeige euch aber erstmal noch den Rest. Sandrina. Da wäre es möglich, die Destabilisierung zu verbessern, also den destabilisierenden Schlag. Damit gibt sie Gegnern ohne Abwehr, wenn die Abwehr eh schon weg ist, gibt es einen Crit-Treffer. Ist auch nicht schlecht, erhöht einfach dadurch den Schadensoutput. Oder
Man verbessert das Hardcore-Training. Dadurch bekommt sie jedes Mal, wenn sie betroffen wäre von einer dieser Geschichten, bekommt sie 2 Rage obendrauf. 2 Rage sind damit 10% mehr Schadensoutput. Selbes Spiel hätten wir bei Gurke, bei Irbis mit dem Hardcore-Training. Die anderen Sachen gefallen mir bei ihm nicht. Sunny. Sunny habe ich mir den Schrei notiert. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht, denn wenn sie Gegner zu sich ranzieht, bewirkt sie momentan die Anfälligkeit nur, wenn sie Gegner aus einem Kampf rauszieht. Mit der verbesserten Fähigkeit bewirkt sie immer Anfälligkeit. Das heißt, es lohnt sich schon, die immer ranzuziehen, 2 oder 3, selbst wenn sie danach nicht alle trifft oder alle tötet, aber danach sind sie anfällig. Alle. Und damit bekommen sie 30% mehr Schaden. Das machen wir. Den Schrei, okay. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Schaschlik, das gefällt mir auch. Der durchbohrende Wurf bei Schaschlik. Nicht nur der erste, der getroffen wird, erhält eine Blutung, sondern alle erhalten eine Blutung. Das machen wir auch. So, jetzt haben wir noch 3, ne? Okay. Pepper, hier können wir nichts verbessern. Jasmin. Das gefällt mir auch. Also das, nee, beim Entwaffnen bekommt die Einheit, die entwaffnet wird, wenn sie bereits entwaffnet ist. Und das gibt's ja gar nicht, ne? Also weil Entwaffnung hält nur eine Runde an. Da bräuchte man einen weiteren Schwertmeister, der dann nochmal reingeht. Also das bringt nichts. Und das gefällt mir auch nicht bei der Erte. Aber bei der Erte, genau, da hatte ich mir notiert, da nehmen wir die arterielle Präzision. Die verbessern wir. Und zwar auch erstmal nicht mehr Schaden. Also an seiner Attacke ändert sich nichts. Aber wenn er die anwendet gegen einen Gegner, der bereits kämpft gegen einen anderen unserer Jungs oder Mädels, dann bekommt derjenige einen Gelegenheitsangriff. Und das ist natürlich schon eine feine Sache. Also das werden wir auch verbessern. So, und dann waren es noch 2. Und die setzen wir jetzt tatsächlich hier oben ein. Wir werden schwarz-weiß die Raserei verbessern. Auch auf die Gefahr hin, dass wir das gar nicht so oft einsetzen können, weil uns die Tapferkeitspunkte fehlen. Und das letzte machen wir bei Sandrina. Ich denke, wir nehmen den destabilisierenden Schlag, die Verbesserung, für einen Crit-Treffer, falls die Abwehr schon unten ist. Gut, damit sind die Bücher weg. Den Dolch können wir jetzt verkaufen. Das hier hatten wir ja aufgehoben, beziehungsweise diese beiden Sachen aufgehoben zum nächsten Stufenaufstieg. Das ist die Geisterschiftung von Gurke. Da können wir mal gucken, ob die jetzt jemand anderem weiterhilft. Aber ich glaube nicht. Die ist ja nur Stufe 6. Das ist schon relativ veraltet gewesen. Das hat sich nur so gut gehalten wegen den drei Rüstungsslots. Also für Sunny nix. Nee. Und der Erte kann es nicht tragen. Okay, also auch verkaufen. So, ich gucke mal auf die Uhr. Tja, das geht immer so schnell hier, wenn man solche Sachen macht, geht die Zeit echt rum. Ihr seht hier, der Erte, ne? Da sieht es auch böse aus. Kein Helm, keine Scheißklamotte. Ja, da sollten wir ran. Wir gucken nochmal jetzt beim Schmied. Drücken eben diese beiden Sachen hier jetzt noch auf die Backen. Den beschädigten Dolch und die Geisterschiftung. Und dann schauen wir mal, was wir für der Erte herstellen können. Er hat Stufe 8. Er hat Stufe 8. Eine leichte Rüstung in Richtung Stufe 8. Die Reifstahlweste, die dürfte er tragen mit Stufe 8. Es fehlt uns nur an der Kohle. Und die kriegen wir bei ihm gekauft. Das ist kein Problem.
wir kaufen ihn. The Inquisitors may be gone, but that doesn't mean you can leave the blasted door wide open. Halt mal, der hat keine Kohle? Was ist denn das für ein Schmied? Ah, doch, da unten. Und wir kaufen ihm auch seine Rohmaterialien ab. So, jetzt. Jetzt gehen wir ran. Allerdings arg viel, habe ich gerade gesehen, können wir gar nicht herstellen. Ne? Also arg viel mehr. Denn der Reifstahl ist auch nicht gerade in großen Mengen vorhanden. Das Ding werden wir jetzt aber mal schmieden für der Ernte. Oh Gott, gleich zweimal. Das war schlecht. Das war schlecht. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier nur zwei anstatt drei. Den habe ich verbockt. So. Ist auch von der Qualität jetzt nicht so prickelnd. Ne? Wir könnten... Was passiert, wenn wir die zerlegen? Was kriegen wir denn zurück? Das lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? Ne, wir kriegen kein... Dings hier zurück. Ja, kein Reifstahl. Dann ist es Nonsens. Dann musst du das Ding halt anziehen. Es ist trotzdem deutlich, deutlich besser wie das, was du hattest. Von daher will ich kein Gemotze hören. Gut. Einen Helm könntest du aber auch noch gebrauchen. Wobei, da werden wir jetzt wahrscheinlich schon an die Grenzen stoßen. Leichter Helm. Ja, der Reifstahlhut, der passt schon nicht. Ein Geisterstirnband kann ich ihm machen. Nee. Ich glaube, das ist... Da gucken wir, dass wir lieber was erbeuten. Das halte ich dann ansonsten für Quatsch. Also wir haben jetzt hier die Rüstung gemacht. Okay. Rüstungsverstärkungen. Das ist auch ein Thema. Gucken wir mal hier. Vielleicht können wir da noch was Sinnvolles machen. Rüstungsverstärkung. Und zwar bräuchte ich für Tom Fuchs, der kann zwei Stück gebrauchen. Geschicklichkeit ist für ihn uninteressant. Bewegung brauchen wir eigentlich auch nicht. Stärke und Crit-Treffer, das wären richtig gute. Ja. Die Schlange. Die machen wir zweimal. Und legen sie dann entsprechend auch gleich hier drauf. Also wir haben eh schon 37%. Zack, und durch die Stärke wird der normale Schlag ja auch nochmal heftiger. Hier sehen wir es jetzt. Hier machen die Ersatzschnallen Sinn, ne? Weil die schwere Rüstung minus 2 Bewegung bringt. Die Ersatzschnallen sorgen dafür, dass das aufgehoben wird. Also hier macht es Sinn. Wir sind bei 43% Crit-Treffer-Chance standardmäßig und dann können wir ja bei ihm den Fokus des Banditen noch reindrücken. Also Rüstungsverstärkung hier auch erledigt. Dann habe ich bei Schwarz-Weiß, da können wir auch noch zwei Rüstungsverstärkungen reinsetzen. Ich gucke mal, was wir hier haben. Wir haben Bewegung und Crit-Treffer plus 3. Die Ratte, die ist ja schon mal ganz gut. Die passt schon mal. Dann fehlt nur noch eine. Bewegung und Geschicklichkeit. Wir gucken mal, was wir noch herstellen können, für was unser Material noch reicht. Hermel, was war's, was ich wollte? Bewegung und Geschicklichkeit. Bewegung, Crit-Treffer und Stärke. Bewegung und Crit-Treffer, ne? Macht eigentlich Sinn. Oder Crit-Treffer und... Also entweder der Falke oder die Ratte. Eigentlich ist er schnell genug. Wir nehmen das hier. Die plus 2 Geschicklichkeit erhöht dann auch nochmal den Schadensoutput generell. Das heißt, wir hauen den rein. Und damit ist Gurke Schwarz-Weiß auch versorgt, was die Rüstungsverstärkungen angeht. Catweasel ist der nächste.
hat einen Slot frei. Wie sieht es bei ihm mit der Geschwindigkeit aus? Bewegung 16. Der ist sogar noch eins schneller als Schwarz-Weiß. Dann reicht hier, wäre hier auch der Falke die richtige Entscheidung. Setzen wir hier rein. Okay. Gurke haben wir gemacht. Ibis. Fehlt eine Rüstungsverstärkung. Bewegung 14. Stärke. Mal gucken wir mal, was für ihn vielleicht Sinn macht. Crit, Treffer und Stärke, das wäre die Schlange. Oder Stärke und Rüstung. Eigentlich für ihr bist nicht schlecht, ne? Stärke und Rüstung. Er ist ein Tank. Also, machen wir das. Okay. Gut. Schaschlik. Drei Slots frei. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an die Stelle, wo unsere Ressourcen ausgehen. Schaschlik schlägt zu mit Geschicklichkeit. Nee, auch mit Stärke. Mit Stärke. Bewegung. Ja, da könnte durchaus ein bisschen mehr gehen. Vielleicht haben wir was mit Stärke. Einmal mit Stärke und Bewegung. Bewegung plus 2. Stärke und Crit-Treffer. Bewegung und Crit-Treffer. Treffer und Geschicklichkeit. Stärke und Rüstung. Rüstung brauchen wir nicht, weil ich ihn eigentlich nicht in den Kampf bekommen möchte. Ne? Ich würde sagen, wir geben ihm einmal diese Bewegungsnummer. Crit-Treffer und Bewegung. Und dann, ihr seht's, jetzt ist gleich schon vorbei. Crit-Treffer und Stärke. Und das zweimal. Okay, wir kriegen ihn noch ausgerüstet. Nicht schlecht. Schaschlik, sehr schön. Bewegung und Crit-Treffer. 46% Crit-Treffer jetzt. Wo sind die anderen beiden hin? Hier, Schlange. Oh, 52% Crit-Treffer. Und er schlägt hier ja viermal zu. Ne? Das ist richtig gut gewesen. Und mit 14 haben wir jetzt auch eine ordentliche Bewegungsreichweite. Okay, ich denke, an der Stelle habe ich noch irgendwas. Ich habe jetzt, glaube ich, an Rüstungsverstärkung nichts mehr notiert, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, damit sind wir mit Rüstungsverstärkungen durch. Hat gerade so gereicht. Es gibt noch einiges zu tun. Es gibt noch genug zu tun. Ihr seht's, ja. Rüstungen, Waffen, die man verbessern kann für Gold. Öle, die wir herstellen können, wo jetzt momentan wieder die Rohstoffe fehlen. Aber ich denke, das war doch alles in allem eine deutliche Verstärkung, die wir der Truppe jetzt gegönnt haben. Und dann würde ich sagen, machen wir morgen wieder mit einer normalen Folge weiter und suchen uns Gegner, an denen wir die neuen Verbesserungen dann direkt mal ausprobieren. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder mit den räudigen Füchsen. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.